Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung zum Thema Dauerstress AD. Mehr Leichtigkeit und Gesundheit für deinen Alltag. Also wer braucht das nicht? Von daher ganz tolles Thema und ich freue mich sehr, dass du wieder unser Gast bist, liebe Britta. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte ja vor ungefähr 4 Wochen hatte ich mit Petra eine Sendung, da ging es um Psychosomatik und mein Body Connection. Und wir haben festgestellt, das ist ein Thema, was ganz viele Leute interessiert. Und deswegen sind wir jetzt nochmal so ein bisschen in diese Schublade eingetaucht. Bisschen anderer Schwerpunkt heute, aber es wird auch darum gehen, ne? Wie sieht mein Alltag aus und aktuell, wie geht es mir damit und wie kann ich den im Idealfall ein bisschen anpassen, ganz stressfrei. Wow. Also genau. Ja, schön auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt und Anregungen zu dem Thema, wie immer gerne in den Chat. Wir versuchen, die Fragen alle zu beantworten und ihr könnt euch natürlich auch alle anderen Sendungen von Britta im Nachgang anschauen. Sind schon ganz viele spannende Themen mit dabei, alle auf Bildungswerk live. Ich stelle den Link auch nochmal online, sodass ihr da auch nach Schlagworten schauen könnt und euch alle anschauen könnt, die ihr vielleicht auch verpasst habt. Genau, mein Name ist Annika und ja, ich freue mich, heute die Sendung mit dir zu machen. Wir steigen auch gleich ins Thema ein und ja, so erfahrt ihr heute nicht nur, was vielleicht auch so die persönlichen Stressfallen sind, ne? Oder auch wie das Stresslevel zusammenhängt mit dem Körper, mit der Seele, ne? Mit ganz vielen verschiedenen Faktoren, wie da die Zusammenhänge sind. Und ich glaube, ihr dürft euch auch schon wieder auf viele wertvolle Impulse von Britta freuen. Und von daher bin ich ganz gespannt und übergebe gerne mal an dich. Hallo an alle, die noch dazugekommen sind. Genau, ja, also auch von mir nochmal hallo, schön, dass ihr da seid, schön an alle, die live dabei sind und auch natürlich alle, die sich die Aufzeichnung im Nachgang anschauen. Und wie gesagt, heute zum Thema Stress. Ja, ich glaube, es gibt in der modernen Welt, in der wir leben, eigentlich keinen Menschen, der nicht hier und da unter Stress leidet. Ja, also Stress in der Arbeit, Stress zu Hause, viele haben sogar diesen berühmten Freizeitstress, ja, das gehört schon fast zum guten Ton, ja. Also wenn man mal so raushört, wie die Menschen reden, dann hört man oft raus, dass es auch so ein bisschen en vogue ist, ein bisschen gestresst zu sein, ja, weil das bedeutet eben, dass man sehr viel macht, dass man viele Aufgaben erledigt und dann darf man auch ein bisschen gestresst sein. Und ganz unterschiedlich sind natürlich die Stressfallen oder die Stressursachen, die wir haben. Ja, das ist auch das, was ich sehr, sehr häufig in der Praxis erlebe. Es gibt so den Stress, der, ich sag mal, gesellschaftstauglich ist. Ja, also wenn jemand unglaublich erfolgreich im Beruf ist, in der Selbstständigkeit und einfach wahnsinnig viel managt, ja, so der klassische Top-Manager, der darf sozusagen gestresst sein. Aber jetzt zum Beispiel die nicht berufstätige Mutter, die am Vormittag ja frei hat und ja so viel Freizeit hat, die darf, sage ich jetzt mal, nicht so gestresst sein. Ja, also vielleicht kommt euch das auch bekannt vor, dass wir sehr gerne bewerten oder auch manchmal abwerten, welcher Stress oder welche Art von Stress jetzt eben gesellschaftstauglich ist und was nicht. Und was ganz spannend ist, einfach mal hinzuschauen, was ist denn Stress überhaupt? Ja, ich habe mir hier mal die Definition aufgeschrieben. Also als Stress im gesundheitspsychologischen Sinne bezeichnet man erstens eine körperliche und aber auch eine psychische Reaktion eines Menschen auf eine, Achtung, nicht bewältigbar wahrgenommene Situation. Ja? Also früher war es überlebenswichtig, dass unser Körper bei Gefahr uns mobil macht sozusagen und sich auf Fight or Flight einstellt, also Kampf oder Flucht. Das heißt, diese Stressreaktion, die eigentlich eine gesunde Reaktion ist, die unser Körper uns bereitstellt, soll eigentlich bewirken, dass wir zur Höchstform auflaufen.
Das Problem bei diesen Stresssituationen heute ist eben, dass unser Körper in den seltensten Fällen wirklich, wirklich in Gefahr ist, ja, also Lebensgefahr, und auch in den seltensten Fällen tatsächlich dann mit dem Modus von Fight or Flight, von Kampf oder Flucht, wirklich reagiert. Ja? Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass eben die Stressreaktion, die im Körper abläuft, das ist ein geschlossener Kreislauf, ja, und er läuft auch immer gleich ab. Für unseren Kopf oder für unser System gibt es nicht ein bisschen Stress und viel Stress, ja, es gibt nicht ein bisschen Lebensgefahr und ein bisschen mehr Lebensgefahr, sondern wenn wir eine Situation erleben, und das kann alles ganz, 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 ganz bunt gemischt sein, ja, wenn wir eine Situation erleben, die unser System, das läuft alles unterbewusst ab, als Gefahr bewerten. Und Gefahr ist hier wirklich evolutionsbiologisch gesehen eine Lebensgefahr. Ja? Also stellt euch eine Stresssituation vor, was auch immer. Vielleicht könnt ihr mal überlegen, ob es heute Morgen bei euch schon eine Stresssituation gab. Ja? Ich kann mal so von mir erzählen. Ich hatte heute Morgen, wollte ich jetzt noch mich ein bisschen auf den Kurs vorbereiten und sehe auf einmal in der Küche die Brotdose von meinem Sohn stehen. Ja? Und dann ist in meinem Körper eine Stressreaktion abgelaufen. Ja, das ist, wenn ich es im Nachhinein erzähle, klingt so lustig. Aber ich dachte, oh nein, ich muss doch noch meinen Kurs vorbereiten. Oh nein, um wie viel haben die Frühstückspause? Und bin dann total schnell da zur Grundschule gerannt und habe eben die Brotdose gebracht. Ja, also absolut vom Verstand gesehen, absolut keine Lebenssituation. Aber in meinem Körper habe ich gemerkt, okay, das löst bei mir jetzt Stress aus. Aufgrund von Zeitdruck, aufgrund von ich möchte mich gut vorbereiten, ich möchte nicht zu spät kommen, aufgrund von, oh nein, mein Sohn hat kein Frühstück. Ja, also das sind ja keine bewussten Gedanken, die man da denkt. Und ihr könnt euch jetzt mal fragen, was sind denn Situationen, in denen ihr mit Stress reagiert? Ja? Also die Klassiker sind ja häufig, dass die To-Do-Liste zu lang ist. Ja? Aber was ist da der Stressfaktor? Was sind die Gedanken, die ihr denkt, warum es schlimm ist, dass diese To-Do-Liste so lang ist? Ja? Sind das Ängste, nicht gut genug zu sein, von anderen abgewertet zu werden und so weiter und so fort? Ja? Also da gibt es ja wirklich ganz, 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 ganz viele tief verwurzelte Muster in uns, die eben den Stress auslösen. Darauf wollen wir aber heute gar nicht so großartig eingehen, welche Glaubenssätze jetzt da sind oder wie man die verändert, sondern vielmehr erstmal zu verstehen, was passiert da in meinem Körper. Ja? Also gehen wir nochmal zurück. Wir haben eine Situation, die wir als Gefahr bewerten, und dann schickt unser Gehirn über Hormone, über das Nervensystem Informationen in unseren Körper, zum Beispiel jetzt in unsere Hormondrüsen, in unsere Nebenniere, wo zum Beispiel die Stresshormone produziert werden, ja, also Cortisol und Adrenalin, wird ausgeschüttet, ja, und auch dann nicht ein bisschen, sondern volle Kanne. Ja. Was den Impuls im Körper auslöst, dass wir eben auf Kampf oder Flucht vorbereitet sind. Ja, das heißt, die Muskulatur spannt sich mehr an, ist stärker durchblutet. Der Puls geht hoch, der Blutdruck geht hoch, die Augen weiten sich, unsere ganze Verdauung wird auf Pause gelegt, ja, weil wenn wir ja eben im Fight-Flight-Modus sind, haben wir keine Zeit zum Verdauen, ja. Auch jegliche Entspannungsprozesse, Detox-Prozesse, Reinigungsprozesse in unserem Körper, all das wird erstmal pausiert, ja, weil wir eben sagen, hey, hier ist eine Stresssituation, wir müssen jetzt um unser Leben kämpfen oder rennen, ja. Ich sage das extra so ein bisschen lustig, aber das ist einfach der Dauerzustand, in dem sehr, sehr viele Menschen von uns stehen. Genau. Und was der Körper eben bewirken möchte, ist, dass wir in diese Kampf- oder Fluchtsituation gehen. Aber in den seltensten Fällen sind eben diese Stresssituationen gekoppelt, sage ich jetzt mal, mit Bewegung. Also das heißt, wir haben eine Stresssituation, zum Beispiel wir haben Zeitdruck oder wir müssen irgendwie eine Arbeit fertig kriegen oder wir stehen im Stau zum Beispiel, ja, wir stehen im Stau und wir wissen, wir kommen zu spät.
das kennt wahrscheinlich jeder von euch, dann löst es in unserem Körper Stress aus. Selten ist das dann aber mit einer Bewegung verbunden, ja, und unsere Muskeln sind aber trotzdem verspannt, ja, und unser ganzes System reagiert trotzdem in diese Richtung. Genau, und das heißt, was uns dann fehlt, ist so eine Art Ventil. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, unser Körper ist vorgeladen, ist aufgeladen, ist bereit zu kämpfen und zu fliehen, aber wir haben kein Ventil als Bewegung, als Impuls, ja, als Entladung sozusagen, um eben diesen inneren Druck, ja, dieses hohe Hormonlevel, die angespannte Muskulatur, um das wieder abzubauen. Und dadurch gerät der Körper eben in einen dauerhaften Alarmzustand und auch in einen dauerhaften Anspannungszustand. Ja? Und dass dauerhafter Stress krank machen kann, das wissen ja die meisten. Aber so den Hintergrund, ich finde das einfach ganz spannend, das nochmal zu verstehen. Ja? Warum zum Beispiel Rückenschmerzen, ganz klassische, man sagt, stressassoziierte Erkrankung ist. Ja? Oder auch Erschöpfungszustände. Ja? Wenn ihr euch vorstellt, der Körper ist immer in der Anspannung, es wird immer Energie freigesetzt, um zu sagen, jetzt, go for it. Ja? Und es passiert aber überhaupt nicht, außer dass wir angespannt sind und unseren ganzen Druck dafür kein Ventil finden, was wir entladen können. Auch dann haben wir irgendwann einfach nicht mehr genug Energiereserven. Genau. Und so typische stressassoziierte Erkrankungen sind eben zum Beispiel auch Schlafstörungen. Ja, wenn ihr euch vorstellt, wir sind dauerhaft in diesem Kampf- und Fluchtmodus. Natürlich kann unser Körper sagt dann nicht, ah, okay, dann kann ich ja ganz in Ruhe schlafen, weil wir wissen ja nicht, wo lauert jetzt die nächste Gefahr. Genauso auch zum Beispiel Bluthochdruck. Oder auch Herzbeschwerden, Lungenleiden, ja, auch da, wenn immer wieder dieser Impuls kommt, gleich kommt die Gefahr, gleich kommt die Gefahr, dann kommen diese ganzen Systeme eben aus dem Gleichgewicht. Was ich auch schon gesagt habe, dass eben, wenn unser Körper, wenn so viel Adrenalin und vor allem auch so viel Cortisol im Körper ist, können so Reinigungsprozesse, Zellerneuerung, Abwehrsysteme einfach nicht so gut funktionieren und wir merken das dann in einem schwachen Immunsystem, ja, dass wir häufig Infekte haben, häufig Erkältungskrankheiten, Magen-Darm-Beschwerden, allgemein auch alles, was so mit Verdauungsbeschwerden einhergeht, ob das jetzt Darmerkrankungen, Magenerkrankungen oder auch einfach ein schlechter Stoffwechsel sind. Ihr könnt euch jetzt einfach selbst mal die Frage stellen, wie fühlt sich Stress für dich an? Ja? Oft haben wir ja so das Gefühl, der Stress ist nur im Kopf, der sitzt nur in unserem Kopf, der sitzt nur in unseren Gedanken. Aber ich möchte mit euch jetzt mal eine kleine Übung machen, also an die, die live dabei sind oder auch sehr gerne, die sich die Aufzeichnung anschauen, dass ihr euch mal hinsetzt und für einen kleinen Moment die Augen schließt. Ein- und ausatmen, in deinem Körper ankommen, von außen nach innen kommen. Und dann erinnere dich mal an eine Situation, vielleicht von heute Morgen, vielleicht von letzter Woche, vielleicht von letztem Monat, eine Situation, in der du dich richtig gestresst gefühlt hast. Das kann sein, weil du einer bestimmten Person begegnet bist. Das kann sein, weil du Zeitdruck hattest. Das kann sein, weil du vielleicht etwas vergessen hast und das festgestellt hast. Das kann sein, dass vielleicht einfach zu hohe Lautstärke war, zu viel Trubel, zu viel Arbeit. Das war so eine typische Situation, in der du dich gestresst gefühlt hast. Und geh dann nochmal in diese Situation zurück. Stell dir vor, du bist in dieser Situation, in der du dich gestresst fühlst. Und dann spürst du jetzt mal in deinen Körper hinein, wo fühlst du den Stress? Wo fühlst du die Anspannung? Ist es vielleicht so ein dumpfes Druckgefühl im Bauch?
ein Engegefühl in der Brust, ein Kloß im Hals, ein Druck im Kopf, ein Schmerz im Rücken oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Scan mal so deinen Körper durch, wie es dir geht, wenn du dich an diese Situation erinnerst. Ist dein Gesicht angespannt oder entspannt? Wie fühlt sich der Nacken an? Der Rücken, die Brust, der Bauch? Okay, dann atme mal tief ein und tief aus. Und dann öffne deine Augen wieder. Jetzt kommt ihr hier in dieser ganz ungestressten Situation wieder hier an bei mir. Und ihr könnt euch das jetzt gerne mal aufschreiben, dass ihr das auch für euch wisst. Oder die, die live dabei sind, können es gerne in den Chat schreiben. Bei mir ist es zum Beispiel meistens so, dass ich entweder merke, dass hier so dazu geht, ja, dass ich die Schultern hochziehe. Auch das ist ja so eine typische Verteidigungs- oder Kampfhaltung, ja, so wie beim Boxen, da ziehen wir auch die Schultern so ein bisschen hoch. Oder manchmal spüre ich es auch so als Enge in der Brust, ja, dass ich so das Gefühl habe, es schnürt sich zu, oder manchmal auch so ein Druck im Hals, dass der Hals sich zu eng anfühlt, dass es mir den Hals Luft abschnürt gefühlt. Also das ist bei jedem anders, das ist auch bei jeder Situation anders, aber dass ihr einfach mal fühlt, dass Stress wirklich immer einen körperlichen Bezug hat, ja, was total logisch ist, aber dass wir das einfach mal fühlen, dass jeden Gedanken, den wir denken, hat einen Einfluss auf unser Hormonsystem, auf unser Nervensystem und somit wirklich auch auf unseren Körper, ja. Okay, genau, wenn ihr das für euch aufgeschrieben habt oder ihr könnt es auch gerne in den Chat schreiben, dann schreibt euch gerne auch für euch mal auf, was sind denn insgesamt Situationen oder auch Begegnungen, Gefühle, Gedanken, bestimmte Personen, was sind so die typischen Stressfallen für euch oder was ist das, wenn ihr sagt, boah, heute habe ich einen stressigen Tag, was macht das aus? Was macht für euch einen stressigen Tag oder eine stressige Situation aus? Ist das die volle To-Do-Liste? Sind das vielleicht Situationen, wo ihr das Gefühl habt, einer Aufgabe nicht gerecht zu werden? Sind das vielleicht eher Situationen aus dem Privaten, eher aus dem Alltag? Was ist das? Ja, hier schreiben schon einige. Martina schreibt, Nacken und Schultern haben sich verspannt, Herzschlag ein bisschen schneller, ja, also dass es da auch direkt ankommt. Und Eva schreibt, sie merkt den Stress körperlich auch sehr, ja. Genau, viele Termine, viele To-Dos machen mir Stress. Eva, da bist du definitiv nicht die Einzige. Also ich habe das auch immer, wenn ich mit meinen Patienten frage. Ich habe ja in meiner Praxis, spezialisiere ich mich mehr und mehr so auf die stressassoziierten Erkrankungen, also alles das, was ich euch eben gesagt habe. Und da ist eben Stress dann auch immer ein großes Thema. Und die meisten Menschen antworten tatsächlich auf die Frage, so was ist Stress aus? Beginnt bei 90%, würde ich mal sagen, der Satz mit zu viel XY, ja? Also ein zu viel an Terminen, zu viel Gedanken, zu viel was auch immer. Ja, genau, zu wenige Zeit. Ja, also auch zu viel Dinge in zu wenig Zeit erledigen zu müssen. Genau. Oder auch Perfektionismus. Genau, das ist der absolute Killer für Entspannung, weil Perfektionismus ist natürlich oder Perfektion ist eine Illusion. Und wir sind alle irgendwie so kleine, verkappte Perfektionisten. Ja? Wir wollen alles richtig machen, wir wollen alles gut machen, weil, und das ist ja das Skurrile, weil wir eben die Stresssituation vermeiden wollen. Ja?
Weil unser Unterbewusstsein uns suggeriert, wenn wir alles perfekt machen, ne? Martina schreibt hier, sie hat eine Prüfungsstunde oder hatte eine, die ihr Stress macht. Ja, wenn wir uns vorstellen, dass wir alles perfekt machen, dass wir perfekte Prüfungsstunde zum Beispiel machen oder dass wir es perfekt machen, wie ich jetzt hier meinen Vortrag vorbereitet habe zum Beispiel, ja, dass wir uns vorgaukeln eigentlich, dass wenn wir es perfekt machen, dass wir dann nicht angreifbar sind, ja, im Sinne von, dass uns niemand verletzen kann. Natürlich nicht körperlich, sondern emotional, mental, ja. Wenn ich jetzt mal so in Bezug auf diese Sendung, wenn ich sage, wenn ich perfekt vorbereitet bin und jetzt einen perfekten Vortrag zum Thema Stress halte, dann gibt es jetzt keinen von den Teilnehmern, die sagen, das hat die Britta aber doof gemacht. Ja? Und das hat die Britta doof gemacht, löst bei mir natürlich wiederum Stress aus, ja? Weil ich mich verletzt fühle. Das heißt, Stress hat ganz, ganz viel mit unseren inneren Gedankenmustern zu tun, was wir uns so erzählen den ganzen Tag. Ja, und auch da könnt ihr euch mal einen Moment Zeit nehmen und euch mal überlegen, in Stresssituationen, ja, ihr könnt auch gerne die Augen nochmal schließen und dann nochmal so reinspüren in deine Stresssituation, die du dir da ausgewählt hast. Und dir mal zu überlegen, was sind denn die Gedanken, die du dazu denkst? Sind das Gedanken in Richtung, ich muss alles perfekt machen? Sind das Gedanken wie, die anderen machen es alle viel besser? Sind das Gedanken von, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig genug oder ich werde nicht gesehen? Was sind das für Gedanken, die dich in diesen Stresssituationen begleiten, die aus einer eigentlich ungefährlichen Situation in deinem System eine gefährliche Situation machen, sodass dein Körper die Reaktion hat, Alarm zu schlagen. Genau, hier wird auch im Chat geschrieben, Menschen vergleichen sich so viel, Anerkennung bekommen, nur wer mehr leistet als andere. Genau, das ist, ja, und das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, ne? Also eigentlich sehnen wir uns alle nach mehr Ruhe, nach mehr Zeit für uns, nach eben weniger Terminen, weniger Druck, weniger Arbeit. Und wenn wir uns das aber gönnen, dann gehen wir nicht raus in die Welt und sagen, yes, ich habe heute Morgen frei und ich habe auf dem Bett gelegen und ein Buch gelesen und dann war ich spazieren und dann habe ich noch eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. Ja? Es ist ja ganz, ganz häufig so, dass Menschen sich dafür dann so ein bisschen schämen. Ne? Und dann sagt, das darf man ja niemand sagen, aber ich habe heute das und das mir Gutes getan. Also das kriege ich so oft mit in meinem Bekanntenkreis oder auch bei Patienten und auch ich erwische mich da manchmal dabei, solche Sachen zu sagen oder solche Gedanken zu denken, dass in dem Moment, wo ich mir etwas gönne, schon wieder, dass man so ein bisschen, ja, darf man ja niemand sagen, ne? Weil man dann ein schlechtes Gewissen hat denen gegenüber, die gestresst sind. Also das heißt, ja, ich plädiere dafür, wirklich rauszugehen und sich gerne damit zu schmücken, sage ich jetzt mal, wenn man sich Ruhe gönnt, wenn man etwas für sich tut und zu sagen, hey, ich bin so froh, ich konnte mir jetzt am Wochenende mal ja, mehr Erholung gönnen, mehr Zeit für mich. Ich war alleine spazieren, ich habe mir mein Lieblingsessen gekocht, ich habe meine Lieblingssendung geguckt, was auch immer. Ja? Also mehr wirklich so dazu, ja, so ein bisschen so einen Switch da reinzubringen, zu sagen, dass der Stress oder dieses viel beschäftigt zu sein eben nicht das Nonplusultra ist und nicht das ist, was wir anstreben sollten, weil das uns krank macht, sondern vielmehr das anstreben, was uns gut tut und was uns entspannt. Okay, und dann wieder die Frage an euch. Was sind denn Dinge, die ihr tut, einmal um kurzfristig, also so kurzfristige Hilfe bei Stress, ja, wenn ihr mittendrin in der Situation seid, es erkennt und merkt, oh mein Gott,
hier läuft jetzt wieder das Programm, meine Gedanken gaukeln meinem Hormonsystem mal wieder vor, dass ich in Lebensgefahr bin. Was fällt euch da ein? Was könnte so eine kurzfristige Hilfe sein? Eine kurzfristige Hilfe, um zu sagen, okay, hier ist der Stress und ich reagiere jetzt direkt, um eben da schnellstmöglich wieder rauszukommen. Was fällt euch ein? Witzig, die Annika schreibt, ein schönes Zitat, it's okay not to be busy. Das finde ich super. Das finde ich gut. Ja, wie schaffen wir das, dass das die Welt mehr, dass das ein neuer Glaubenssatz ist? Ja, okay, während ihr euch noch Gedanken macht, was für eure Tools oder Tricks für kurzfristige Hilfe bei Stress sind, kann ich euch mal so ein bisschen erzählen, was ich kenne, was ich entweder mache oder was ich auch oft meinen Patienten rate. Grundsätzlich habe auch hier mal die Idee zu sagen, wenn ich ja in dieser Stresssituation bin, ja, dann ist mein ganzer Körper ja in diesem Fluchtmodus. Wenn ich jetzt aber aktiv, weil ich meistens ja noch einigermaßen klar denken kann, im besten Fall, sagen kann, wie komme ich da raus? Ja, das heißt, wie kann ich mein System oder meinen Körper sozusagen austricksen, ihm eine neue Situation präsentieren, sage ich jetzt mal, um da wieder rauszukommen? Ja, das heißt, wenn ich etwas tue, wo ich meinem Körper, ich sage jetzt mal, vorgaukle oder suggeriere, jetzt ist Entspannung, ja, jetzt ist kein Stress mehr, hat der Körper die Chance umzuschalten. Ja? Was ich zum Beispiel manchmal mache, wenn ich merke, ich bin in so einer Stresssituation, wie zum Beispiel heute Morgen, oh nein, ich muss jetzt noch die Brotdose an die Schule und ich will meinen Kurs vorbereiten, dass ja eigentlich die Reaktion ist, sich total zu beeilen. Ja? Also noch mehr in die Dynamik, in die Hektik zu kommen, anstatt zu sagen, okay, ich werde das alles schaffen, alles gut, und ich versuche mich jetzt mal spontan zu entspannen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, zu sagen, ich lege mich einfach flach auf den Boden. Ich lege mich flach auf den Boden und mache einfach die Augen zu. Ja? Weil wir dann unserem Körper suggerieren, hey, oder beziehungsweise unser System sieht dann, na gut, wenn sie sich jetzt hier auf den Boden legt und die Augen zumacht, dann scheint die Situation, die Gefahrensituation wohl gebannt zu sein. Dann kann ich ja jetzt aufhören, Adrenalin auszuschütten, dann kann ich den Blutdruck wieder senken, den Blutzuckerspiegel senken, ja, und kann wieder mehr Aktivität ins Verdauungssystem bringen und so weiter und so fort. Ja? Also dieses Ungleichgewicht von Sympathikus und Parasympathikus eben wieder herzustellen. Oder bewusst nichts tun. Ja? Ich stelle mich zum Beispiel dann manchmal, wenn ich merke, oh, es ist viel, die Kinder sind laut und dann klingelt noch ständig das Telefon, dann will der was, dann will der was. Mich ans Fenster zu stellen und einfach nur aus dem Fenster zu schauen. Ja, wirklich, und nichts zu denken, nichts zu planen, nichts zu tun, sondern nur aus dem Fenster schauen und zum Beispiel die Wolken anzuschauen. Ja? Klappt natürlich auch nicht immer, aber einfach immer wieder, wenn. Manchmal sind wir ja hilflos, wir merken, wir sind gestresst, wir wollen irgendwas machen, aber wir wissen gar nicht was. Ja? Und das wären dann eben zwei gute Tipps oder eben auch bewusst zu atmen. Also das ist ja eigentlich so der Klassiker, ne? Wenn wir in so einem Streitgespräch zum Beispiel sind und dann sagen, hey, okay, ich nehme jetzt erstmal 3 tiefe Atemzüge, gerne auch mit geschlossenen Augen, ich atme bewusst ein und aus, spüre, wie mein Brustkorb, wie mein Bauch sich füllen mit Atmung, entspanne mit der Ausatmung. Und auch das suggeriert ja eben unserem Körper, wenn wir tief und lange atmen, ist das nicht gleichgesetzt mit eben einer Stressreaktion, in der die Atmung natürlich beschleunigt wird. Genau. Oder auch, weil ich ja gesagt habe, meistens haben wir kein Ventil dafür, dass die Anspannung eben nur im Innen ist, dass wir schauen, dass wir uns kontrolliert abreagieren. Ja, viele machen das dann unkontrolliert, dass sie zum Beispiel rumschreien oder so oder mit Tür knallen oder so. Aber wirklich mal zu schauen, wie kann ich denn jetzt kontrolliert mein Ventil ablassen? Ja, dass ich zum Beispiel einfach mal die Treppe rauf und runter renne
oder von mir aus auch ein Kissen gegen die Wand schmeiße oder irgendwas. Ja? Also da wirklich so diese kurzfristigen Aktionen, sage ich jetzt mal, um kurzfristig den Stress abzubauen. Und was natürlich auch super, super gut ist, die größte Falle bei den meisten Menschen, dass wir schauen können, dass wir zusätzliche Stressfaktoren abschalten, wie zum Beispiel Radio, Telefon, Handy, Bildschirme. Ja? Also wie viele Menschen haben zum Beispiel, während sie arbeiten, das Radio laufen, ja, wo man gar nicht zuhört, aber es ist natürlich immer wieder noch ein neuer Stressimpuls. Ja? Genau. Also Handy aus oder zumindest weglegen und schauen, dass alle Lärmquellen oder alle zusätzlichen Stressquellen ausgeschaltet werden. Ja, auch beim Autofahren zum Beispiel. Ja, das ist, kennen ganz viele, die da einfach immer Gedudel laufen haben und erstmal gar nicht so richtig wissen, was zu tun ist, wenn es leise ist im Auto. Ja. Okay, ihr schreibt hier wieder ganz fleißig, tief atmen, genau, viel Schlaf, dafür muss man sich die Zeit nehmen, das stimmt. Viel schlafen wäre aber auf jeden Fall erstmal ja, so eine langfristige Hilfe bei Stress, was natürlich viel besser ist, ja, so wie in der Medizin, es gibt ja die Prävention und dann gibt es die Akuttherapie. Welche hält uns auf Dauer gesund, die Akuttherapie oder die Prävention? Natürlich die Prävention. Ja? Also zu schauen, wie kann ich mir einen Alltag erschaffen, wo ich einfach gar nicht mehr so häufig in diese Falle tappe. Und das ist auch schon, Eva hat das schön geschrieben, ne? Viel schlafen. Wenn wir genug schlafen, vor allem wenn wir auch früh schlafen gehen, das fällt ja vielen Menschen sehr, sehr schwer. Also ich empfehle schon so plus minus sich an 10 Uhr zu orientieren. Natürlich, wenn ihr jetzt im Moment um 1 ins Bett geht, dann könnt ihr das nach und nach so nach vorne rücken. Aber einfach wirklich bewusst zu wissen, auch wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, einen stressigen Tag vielleicht und habe jetzt keine Lust mehr aktiv noch irgendwas zu machen, jetzt noch in eine Yogastunde zu gehen oder so, mir einfach wirklich genügend Schlaf zu gönnen. Ja, weil im Schlaf, gerade in der Zeit so von 22 bis 2 Uhr, das ist die Zeit, in der unser Körper, unsere Leber, unsere Verdauungsorgane auf Hochtouren laufen und eben Zellerneuerung, Reinigungsprozesse, Detoxprozesse zu machen, Entzündungsherde werden gelöscht und so weiter. Wenn wir in dieser Zeit aber wach sind und aktiv, dann kann eben unser Körper sich hier nicht regenerieren. Ja? Und auch das ist häufig eine Ursache eben von verschiedensten Krankheiten. Genau. Und ja, was fällt euch noch ein, so zu langfristiger Hilfe, außer eben genügend zu schlafen und sich auch regelmäßig Pausen zu gönnen? Eine Idee wäre natürlich, weil es ja immer heißt, die To-Do-Liste ist zu lang, ja, oder einfach die Aufgaben sind zu viele, sich wirklich mal bewusst hinzusetzen, ja, vielleicht könnt ihr das direkt jetzt nach dem Kurs machen und euch mal aufschreiben, was steht denn auf der To-Do-Liste drauf, was ich da vielleicht von runterlöschen könnte. Ja, wo könnte ich denn Dinge einsparen? Stichwort Prioritäten setzen. Wie kann ich schaffen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen? Ja, oder bei Dingen auch einfach mal zu sagen, jetzt ist es gut. Ja, Stichwort Perfektionismus. Wirklich zu schauen, wie kann ich die To-Do-Liste kürzen und wie kann ich auch die einzelnen Aufgaben kürzen und mir bewusst auch Pausen gönnen. Und was ich zum Beispiel meinen Patienten auch oft empfehle, weil alle ja immer von den To-Do-Listen sprechen, manche schreiben es auf, manche haben die dann nur im Kopf, aber sich mal im Laufe des Tages oder auch am Abend eine sogenannte Dann-Liste zu machen. Ich mache das manchmal, bevor ich anfange zu arbeiten, meistens fange ich so gegen 9 an zu arbeiten, dann kommen die ersten Patienten. Und dann setze ich mich, das mache ich grundsätzlich so, setze mich immer noch mal einen Moment hin, zentriere mich, sammle mich, stelle mich ein auf den oder die, die kommt. Und was ich zusätzlich häufig noch mache, dass ich mich erinnere, was ich heute schon alles geschafft habe. Ja, weil wir sind ja so schnell dann an diesem, nur weil ich jetzt anfange zu arbeiten, geht jetzt erst der Tag los, aber sich selbst gar nicht dafür anzuerkennen, was man schon alles gemacht hat. Ja, oft
Oh, Entschuldigung. Oft läuft dann schon die erste Waschmaschine. Die Küche ist schon aufgeräumt, die Kinder sind fertig. Ich habe mich fertig gemacht. Vielleicht habe ich schon irgendwelche Telefonate geführt. Ja, habe schon Dinge erledigt. Vielleicht schon manchmal E-Mails beantwortet oder wie auch immer. Ja, und das ist bei euch sicher auch so, dass man sich da selbst manchmal so ein bisschen im Weg steht, im Sinne von, ach ja, das, was ich gemacht habe, das war doch gar nicht so viel. Ne? Das war doch nur so eine Kleinigkeit, das war doch gar nichts. Und sich wirklich mal bewusst zu überlegen, was habe ich denn alles heute schon geschafft. Ja, also jetzt ist es 10:30 am Morgen, ein Großteil des Tages liegt noch vor uns. Aber ihr könnt auch jetzt vielleicht mal einen kleinen Moment die Augen schließen und mal eine innere Well-Done-Liste zu machen. Ja, was habt ihr heute alles schon gemacht, was habt ihr heute schon geschafft? Und wirklich auch alle Kleinigkeiten. Und wenn es eine liebevolle Verabschiedung von eurem Partner oder von eurem Kind war oder irgendwelche Dinge im Haushalt, irgendwelche tollen Sachen im Sinne, was ihr für euch gemacht habt, vielleicht habt ihr euch schon ein leckeres Frühstück gemacht. Einfach euch mal anzuerkennen für all die Punkte, die ihr jetzt schon geschafft habt. Und zu sagen, hey, das ist ja bestimmt schon eine ganze Menge, dann kann ich mir jetzt vielleicht auch mal eine kleine Pause gönnen. Ja. Genau. Was kann man noch langfristig tun? Ich habe hier auch eine ganz lange To-Do-Liste sozusagen. Was kann man langfristig tun? Genau, Digital Detox habe ich schon gesagt, einfach mal zu schauen, wie kann ich elektrische Ablenkung reduzieren. Also Fernsehen, Handy, Computer, dass unser Gehirn eben nicht ständig auf Empfang steht. Zum Beispiel auch, wenn ihr am Computer arbeitet, zu schauen, dass ihr nicht viele Programme parallel aufhabt. Ja? Dass ihr wirklich eine Sache nach der anderen macht und alles andere ausstellen oder währenddessen eben auch das Handy oder auch Musik ausstellen. So, sich wirklich zu fokussieren und zu konzentrieren. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn wir ganz viel parallel machen, dann haben wir ganz viele Einflüsse, ganz viele Informationen, die wir nicht so gut verarbeiten können und die dann tendenziell schneller als eine Stresssituation verkannt werden, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu, wenn ich mich auf eine Sache feste konzentriere. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt, während ihr mit euch redet, hätte ich jetzt hier noch 5 Reiter auf, wo ich irgendwas noch sehe und dann ploppt vielleicht auf Social Media noch was auf oder sowas. Ja, auch das löst dann ja Stress aus. Genau. Was ist noch wichtig zu sagen? Ich habe ja schon gesagt, so bei den To-Do-Listen eben zu schauen, was ist, was kann man streichen, aber insgesamt auch zu schauen, was kann ich im Alltag, wie kann ich Wichtiges von Unwichtigem trennen? Ja, das wisst ihr selbst am allerbesten. Und ja, ich gucke mal gerade noch in den Chat, ob da noch jemand was geschrieben hat. Well done, Lisa, eine schöne Idee, ja, genau. Ja, was fällt euch denn noch ein? Wie könntet ihr in eurem Alltag sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Entspannung, was könntet ihr da noch mehr einbauen? Ja, wirklich sich vorzustellen, ich möchte meinem inneren System mehr Situationen präsentieren, die mir das Gefühl geben, zu entspannen. Ja? Die mir das Gefühl geben, okay, hier lauert keine Gefahr, hier können wir das System mal wieder runterfahren. Und das kann bei jedem etwas anderes sein. Ja? Also es gibt natürlich diese klassischen Listen, was macht man zur Entspannung. Da steht natürlich an erster Stelle jegliche Entspannungsmethoden, also ob das jetzt autogenes Training, Muskelentspannung nach Jakobsen ist. Das kann natürlich auch Meditation sein oder auch sanftes Yoga. Es gibt aber auch Menschen, die für das alles nicht offen sind und sagen, oh, ich habe da gar keine Lust. Und die sich zum Beispiel bei Handarbeiten total entspannen. Meine Mama zum Beispiel, die sagt ihr, die beste Entspannung für sie ist Stricken. Ja, wäre für mich jetzt keine Entspannung. Oder Nähen oder Malen oder kreativ sein, künstlerisch sein, etwas mit den Händen arbeiten. Vielleicht auch sowas wie Blumen pflanzen oder im Garten zu arbeiten. Alles, was uns erdet.
Also schaut da mal, was wirklich für euch passt. Weil gerade so in dieser Gesundheitsbranche tappen wir da schnell in die Falle, und ich bin auch schon ganz oft reingetappt und mache es auch immer noch, dass wir ja oft gesagt kriegen, was jetzt gut ist, was gesund ist. Ja, egal ob das Routinen sind, egal ob das Ernährung ist, ob das eine bestimmte Art von Bewegung ist, ob das eine bestimmte Art von irgendwelchen Konsummitteln sind, ne? So, das Buch musst du unbedingt gelesen haben oder sowas. Aber mal zu schauen, was tut mir denn wirklich gut? Was ist denn wirklich meins? Und wo merke ich auch wirklich den Effekt von der Entspannung? Vielleicht ist es auch einfach eine Tasse Kaffee für jemand. Ja? Zu sagen, ja, natürlich ist Kaffee jetzt nicht das gesündeste Getränk, aber ich kann mich bei meinem Nachmittag Kaffee mit aufgeschäumter Milch total gut entspannen. Dann go for it. Ja? Also deswegen würde ich jetzt zum Ende euch gerne noch, ich habe euch ja wirklich jetzt auch viele Vorschläge, viele Anregungen gegeben, die ihr machen könnt. Auch sowas wie zum Beispiel Dankbarkeitsrituale oder auch Tagebuch schreiben. Das ist für mich eine super Entspannung. Oft mehr als Meditation. Einfach meine Gedanken aufzuschreiben. Oder auch andere Achtsamkeitsrituale. Ja, da gibt es ja wirklich ganz viel. Bewegung an der frischen Luft, Sport. Aber schaut mal, und damit würde ich gerne jetzt heute so langsam abschließen. Schreibt mal für euch auch, was ist dein persönlicher Entspannungsmoment oder dein persönliches Tool oder dein Trick oder dein Ritual, wo du sagst, hey, da merke ich, da fährt mein ganzes System so richtig runter. Ja, das kann auch ein Buch lesen sein, das kann mit einer Freundin telefonieren sein. Schreib mal wirklich auf, was ist dein Entspannungsritual, was tut dir gut? Sind es eher ein paar Atemzüge? Ist es vielleicht ein Mittagsschlaf? Ja, schreib es entweder für euch auf oder schreib es auch gerne in den Chat. Ja, bringt nichts zu sagen, ich habe jetzt so die Liste, die hänge ich mir in den Kühlschrank und mache das jetzt 2 Wochen, sondern es soll wirklich darum gehen, zu fühlen, was dir gut tut, dass du auch Lust hast, es zu tun, dass du Lust hast, zu sagen, hey, heute am Dienstag, den 5. Oktober, gönne ich mir heute Mittag, heute Nachmittag, heute Abend XY, ja, oder ich weiß, das und das würde ich eigentlich gerne mehr in den Alltag integrieren und habe es jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ja, wenn ihr das gerne teilen möchtet. Ja, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, heute einen kleinen Mittagsschlaf zu machen. Das entspannt mich total. Und ich möchte heute Abend mir die Sauna anmachen. Das sind jetzt, ist so für mich meine Entspannungsmomente. Und immer wieder mich daran zu erinnern, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Immer wieder mich mit meinem Körper zu verbinden, immer wieder anzukommen. Um mir Mini-Pausen zu gönnen. Das ist jetzt so mein Vorsatz für heute und auch für diese nächste Zeit. Genau. Dann warte ich mal noch einen Moment, bis ihr schlaft. Bis ihr schlaft. Ich habe hier gerade Schlaf gelesen. aber was ihr noch so mit uns teilen möchtet. Und ich hoffe, ich konnte da einfach euch ein bisschen gute Tipps vermitteln oder euch einfach nochmal euch in die richtige Richtung bringen. Und die meisten Sachen waren für euch wahrscheinlich nicht neu, aber manches kann man ja gar nicht oft genug hören, um einfach dann nochmal zu sagen, hey, stimmt, ich habe nochmal ein paar Denkanstöße bekommen, so wie Eva das auch schreibt. Danke für die Denkanstöße. Ja, genau. Annika, was hast du dir heute vorgenommen, um deinen Körper zu entspannen? Also ja, als du eben sagtest, Mittagsschlaf und Sauna, dachte ich, ja und ja. Wäre ich sofort dabei. Ich persönlich gönne mir sehr gerne eine Thai-Massage und mache mir gerade jetzt im Herbst und Winter gerne auch eine Wärmflasche. Das tut mir immer sehr gut.
Und ja, wie du sagst, das sind ja oft Kleinigkeiten. Wir danken euch an der Stelle auch für eure Offenheit und für eure Anregungen. Britta, natürlich für deine schönen Tipps, auch wenn ja vielleicht nicht alles neu ist, aber ich glaube, es ist eine gute Sensibilisierung, ne, nochmal zu gucken nach den Stressfallen, nach dem eigenen Körper, wie man vielleicht reagiert oder auch wirklich nach kleinen Routinen. Vielleicht ist das ja auch manchmal gerade der Fehler in Anführungszeichen, dass man das Gefühl hat, es muss so schwierig sein, ne? Und dann ist es vielleicht aber eine kleine Routine, die man ändert, die ja schon dann wieder was bewirkt, ne? Also von daher. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ganz häufig, dass viele denken, oh, ich muss jetzt jeden Tag so und so viele Stunden Yoga machen und so lange meditieren und alle 2 Tage joggen gehen und jeden Tag um 10 ins Bett. Nur dann mache ich es gut, sondern sich einfach immer wieder darauf zu besinnen, ich mache das nicht für irgendjemand, ja, für die Dauerstress-AD-Polizei, sondern ich mache das für mich und dann zu gucken, es reicht, wenn ich meinen Ansprüchen genüge oder wenn ich meine, ja, auf mich achte und nicht, was andere dann sagen oder was irgendwelche Richtlinien gewähren. Ja, ich glaube auch ein Genau. Punkt, den du genannt hast, ganz wichtig, nicht zu glauben oder zu übernehmen, was für ein Gut sein könnte, sondern nochmal zu gucken, was will ich denn eigentlich? Also ich habe vielleicht die Vorstellung, ich muss das, das, das machen, dass es mir gut tut, merke aber, dass es mich vielleicht stresst und dann nochmal zu überlegen, was willst du denn vielleicht wirklich? Ne? Also das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil man vielleicht glaubt, ja, der macht das so oder ich glaube, das tut mir gut, aber mal zu sagen, jetzt mal alles auf Reset, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, was würdest du jetzt wählen, ja? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, unabhängig von dem, was man dann Ja. macht. Ja, das stimmt, genau. Ich habe schon mit Petra gesagt, vielleicht können wir irgendwann mal eine Sendung zum Thema Morgenroutine machen. Weil auch da geht es ja ganz viel darum, zu schauen, was tut mir denn gut. Und nur weil andere irgendwie jeden Morgen meditieren oder jeden Morgen warmes Wasser trinken, heißt es ja nicht, dass es unbedingt für mich gut ist, sondern vielleicht muss ich irgendwie tanzen morgens oder ganz, ganz lange duschen oder wie auch immer. Ja, also da können wir gerne auch noch mal so drüber sprechen. Sehr, sehr Morgen, schöne Thema Idee. Morgenroutine. Finde ich eine tolle Ja. Idee. Wir freuen uns natürlich auch über eure Ideen. Wenn ihr mal Lust auf ein bestimmtes Thema habt, schreibt uns das gerne hier im Chat oder per E-Mail, ruft an. Also wir versuchen das auch gerne einzubauen. Deine Idee war jetzt auch eine schöne. Ich erinnere mich noch, das kann aber auch im Rahmen der Ayurveda-Sendung gewesen sein. Genau das mit dem warmen Wasser oder Zitronen, Minz oder Ingwerwasser, sowas, ne? Dass man für sich einfach guckt, was da einem gut tut. Und nein, machen wir sehr, sehr gerne. Wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, sind wir, glaube ich, für heute erstmal durch. Es war aber wieder sehr interessant und kurzweilig. Also danke an dich, Britta, an der Stelle für wie ein immer schönes und spannendes Thema. Danke für eure Offenheit, für eure Anregungen. Ihr habt heute fleißig mitgearbeitet und ja, bestimmt den einen oder anderen Denkanstoß bekommen. Da wird nochmal fleißig getippt. Das würde ich sagen, warten wir kurz noch ab. Genau. Ja, ich sage auch ganz lieben Dank, auch dass ihr so schön mitgemacht habt im Chat und euch da ja, aktiv beteiligt habt. Das freut mich immer total und wünsche euch einen entspannten, stressfreien Dienstag und freue mich einfach auf die nächste Sendung mit euch. Ja, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort und ich glaube, ein sehr schöner Start in den Tag, dass man das jetzt auch direkt mitnimmt in den Rest des Tages. Vielleicht merkt man jetzt auch schon irgendwie vom Gefühl her eine Veränderung zu vor der Sendung. Also ich finde das immer ganz schön. Danke dir, Britta, war sehr schön. Ja, da schließe ich mich an und dann wünsche auch ich euch noch eine schöne und entspannte Woche und freue mich schon auf das nächste Mal. Macht's gut aus Mainz Super. und aus Kleinwinternheim. Klein Winterheim. Tschüss. Ciao. Ciao. Thank you.